Ja, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, diesmal funktioniert die Technik sofort. So ein bisschen habe ich mich jetzt ja eingewöhnt und darf Sie begrüßen zu dieser Fortsetzung unserer Reihe psychische Gesundheit und Krankheit. Das ist nach jetziger Planung das Video 007. Das muss nichts heißen. Ob es spannend wird, weiß ich nicht. Ich befürchte nicht, aber vielleicht wird es ja interessant für Sie. Und es ist nun der dritte Teil dieses Vorlesungszyklus ja im Grunde. Und Sie haben vielleicht schon gemerkt, ich nummeriere die Videos durch. Da sind auch zwischendurch mal andere Videos dazwischen, so ein bisschen für andere Zielgruppen. Können Sie sich gerne auch angucken, zum Beispiel auch Ausschnitte aus anderen Videos. Versucht da so ein kleines Set sozusagen aufzubauen. Ich darf kurz erinnern, wo wir uns inhaltlich befinden. Wir haben uns beschäftigt mit der Frage, was sind psychische Erkrankungen. Ich habe einige Vorbemerkungen dazu gemacht und hatte Ihnen gesagt, es sind spezifische Formen der Beeinträchtigung, die wir beobachten können, in der Regel aber, die wir sozusagen auch erzählt bekommen. Wir haben die normativen Probleme kurz angerissen, die Problematik der in der Regel nicht oder schwer objektivierbaren Veränderungen. Das subjektive Leiden der Betroffenen, das ist immer Leidensdruck, natürlich auch das Leiden der Umgebung, Bezugspersonen, Familien und so weiter. Ja, die Auswirkungen auf die Anforderungen des täglichen Lebens, ich glaube, ich hatte erwähnt, die hohe Rate an Arbeitsunfähigkeitszeiten durch psychische Erkrankungen, was uns ja auch ein bisschen nachdenklich stimmen sollte hinsichtlich der Frage, naja, sind das jetzt psychische Erkrankungen? Sie erinnern sich, biopsychosoziales Modell, ja, das sind natürlich auch, ist auch der Ausdruck sozusagen sozialer Themen, ganz sogar, ich würde fast sagen, in erster Linie. So, dann Auflistung in einem gebräuchlichen Klassifikationssystem. Da hat man ICD-10 ja ein bisschen mehr in den Fokus genommen und das würde ich jetzt gerne auch machen, damit Sie sozusagen so einen ersten Überblick bekommen. Vielleicht da nochmal der Hinweis, die Veranstaltung hat zum Ziel, jetzt muss ich eben mal die Uhr anstellen, sonst weiß ich nicht, wie lange ich hier rede, die Veranstaltung hat zum Ziel, ja, Sie einfach mal so grob orientierend zu informieren. Auch zur Erinnerung, wenn Sie jetzt Themen haben, bestimmte Stichworte, die kommen, recherchieren Sie einfach mal nach. Das wäre so Ihr Workload zu Hause. Ja, also wenn man jetzt auf Belastungsstörung, Trauma, Depression oder sowas, ne? Einfach nachrecherchieren. Ich hatte es in dem Anfangsvideo schon beschrieben. Zum Beispiel Wikipedia nachschauen oder in anderen Medienbereichen sich ein Video dazu anschauen und so weiter und so weiter. Damit können Sie das Wissen in ganz hervorragender Weise verknüpfen und können die Zeit auch ganz sinnvoll nutzen. Okay, jetzt schauen wir uns einfach mal die einzelnen Gruppen ein bisschen genauer an. Ich muss immer auf die Kamera schauen, ob ich jetzt auch angestellt habe. Ja, es läuft. Dann haben wir sozusagen als erste Gruppe die Gruppe der Belastungsstörung. Und der Name sagt eigentlich schon ziemlich klar, dass es hier um Störungsbilder geht, bei denen wir in der Regel einen Auslöser finden können. Also eine Belastung, ein belastendes Ereignis. Das heißt, dieses Ereignis hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich das Störungsbild entwickelt. So, und da gehört im Grunde hinzu die akute Belastungsreaktion. Akute Belastungsreaktionen sind Reaktionen von Menschen auf schwierige Situationen, schwierige Ereignisse. Im Grunde wird hier auch verlangt, dass dieses Ereignis in irgendeiner Weise beschreibbar ist. Ja? Also im Grunde könnte man fast sagen, dieses Ereignis hat zu tun mit einer Thematik, die ich ja eher am Anfang in Frage gestellt habe, beim Thema biopsychosoziales Modell. Hier gibt es tatsächlich in der Regel eine nachweisbare Kausalität, also im Sinne von, im Grunde jetzt erstmal ganz einfach, Ursache und Wirkung. So. Diese Ursache kann jetzt natürlich sehr vieles sein. Das kann zum Beispiel auch jetzt die jetzige Corona-Situation sein, die jetzt sozusagen nicht direkt ein direkt umschreibbares Ereignis ist.
Das ist anders, wenn Sie jetzt sozusagen zur Arbeit gehen und der Chef, Chefin schmeißt Sie raus. Ja? Das wäre sozusagen eine akute Situation, die kann man beschreiben. Und seit dieses Ereignis passiert ist, ist die Person von mir aus kaum noch in der Lage zu arbeiten. Ich sehe ja relativ viele Leute, die in diesen Zusammenhängen dann auch erkranken. Das heißt, akute Belastungsreaktionen können uns alle treffen. Und wenn Sie jetzt die Frage stellen, wird denn jeder Mensch, der eine akute Belastung hat, psychisch krank, kann man natürlich sagen, nein, natürlich nicht. Ja? Ich hatte, glaube ich, schon darauf hingewiesen, auf dieses Coping-Thema, also auf das Thema, dass wir Menschen unterschiedliche Bewältigungsmöglichkeiten haben. Und akute Belastungsreaktionen führen gerade dann natürlich zu schwerwiegenden oder auch langfristigen Problemen, wenn die Person wenig Bewältigungsmöglichkeiten hat, ja? Auch wenig soziale Unterstützung und so weiter und so weiter. Das heißt, in dieser Gruppe finden sich Patientinnen, Patienten, sage ich jetzt einfach mal, die ein Ereignis erlebt haben, das sie letztlich aus der Bahn geworfen hat. Und in diese Kategorie gehört auch eine, ja, in letzter Zeit, in den letzten Jahren schon intensiv diskutierte, beforschte Thematik, die posttraumatische Belastungsstörung. Die posttraumatische Belastungsstörung, Riesenthema, auch hier wieder, wenn Sie Lust haben, recherchieren Sie einfach mal im Netz. Es gibt dazu hervorragende Videos, die das sehr, sehr differenziert darstellen. Das möchte ich hier heute nicht tun. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass ein Ereignis, das uns trifft, zu einer Belastungsreaktion führen kann, die dann in der Regel auch wieder verschwindet. Ja? Wir Menschen sind eigentlich groß darin, schwierige Situationen auch zu meistern. Das gilt im Grunde auch für die jetzige Situation. Wenn aber das Ereignis ein bestimmtes Maß überschreitet, insbesondere wenn es verbunden ist, zum Beispiel mit der Überschreitung von Körpergrenzen, also Thema Gewalt, sexuelle Gewalt, Aggression in anderer Form und so weiter und so weiter, oder aber auch ein traumatisches Ereignis im Sinne eines Überfalls und so weiter und so weiter, dann kann es zur Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen. Das hat Mann und Frau, sage ich mal, früher nicht so richtig einordnen können. Ich erinnere mich in meiner Zeit in der Psychiatrie in Langenfeld, da hatten wir auch Patienten aus Kriegsgebieten. Und ich weiß, das waren Leute, die verhielten sich ganz eigenartig, schrien nachts und so weiter, sodass man sagt, ja, haben die vielleicht eine Psychose, ich komme noch drauf. Ja, ich erinnere mich, da gab es das Konzept noch nicht in dieser Differenziertheit. Ne? Übrigens ein sehr, sehr gutes Konzept, starkes Konzept, ja, was unglaublich hilft, bestimmte Patienten, Patientinnen zu verstehen, auch therapeutisch hat das große Konsequenzen, weil es spezifische Therapieformen gibt, die interessant sind und so weiter und so weiter. Das heißt, die posttraumatische Belastungsstörung ist sozusagen Ausdruck einer massiven Überforderung und das wissen wir eben heute auch auf der neurobiologischen Seite, also bei der Frage, was passiert da im Gehirn, dass bei diesen Patienten tatsächlich bestimmte Prozesse ablaufen, die zu langfristigen Schädigungen führen können. Also bis hin auch zur langfristigen Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit und so weiter. Also das ist interessant, wenn man das sagen darf, für Ihre Fachgruppe sowieso sehr interessant, weil Sie auch sicherlich viel damit zu tun haben werden und wären schöne Aufhänger für Sie, sich damit nochmal mehr zu beschäftigen. Eine weitere Kategorie, die ich jetzt nur kurz erwähne, ist die Anpassungsstörung. Das ist im ICD-10, da ist so der Versuch gemacht worden, ich sagte Ihnen ja, ist ein Kompromisswerk. Ja, haben sehr, sehr viele Fachgremien daran gearbeitet, ist ja auch international, in anderen Ländern muss das ja funktionieren. Und die Anpassungsstörung meint im Grunde die Anpassung an eine neue Lebenssituation. Ja, das ist ja nicht direkt so ein prägnantes Ereignis, könnten wir jetzt auch bei der Corona-Thematik diskutieren, ja, dass es Menschen gibt, die mit der neuen Situation langfristig nicht klarkommen. Ich hoffe, es wird nicht ewig so bleiben. Aber Anpassungsstörungen können zum Beispiel auch entstehen, wenn Sie in Rente gehen. Ja. Also, ich meine, Sie tun das nicht, ich tue das jetzt demnächst mal. Ja. Und ich komme mit der Situation nicht klar. Ja. So, wenn wir uns kurz angucken, was können denn diese Belastungsstörungen machen auf der klinischen Ebene? Dann kann man auch da sagen, das ist jetzt sehr facettenreich.
Ja? Ne, es gibt Menschen, die reagieren eher mit Rückzug, es gibt Menschen, die reagieren eher mit Ängstlichkeit, mit depressiven Gefühlen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist ein großer Strauß sozusagen von Möglichkeiten. Und da müssen wir im Einzelfall gucken, wie ist die Reaktionsform, die unser Patient, Klient sozusagen jetzt entwickelt, dass wir das richtig verstehen. Wichtig nur nochmal, zu verlangen bei der Kategorie ist im Grunde schon im weitesten Sinne ein Ereignis. Wir kommen später noch darauf, dass das nicht bei allen Störungsbildern gegeben ist, sondern dass es Störungsbilder gibt, wo man im Grunde gar nicht so ein richtiges Ereignis findet. Und sich fragt, wie kann das denn eigentlich sein? Ja? Auch das nochmal merken, in der Regel steht das die Schwere der Ursache oder die Massivität der Ursache auch in einem gewissen Verhältnis zur Auswirkung bei Ihrem Klienten. Ja? Also im Grunde ist klar, wenn zum Beispiel ein Todesfall passiert, ja, vielleicht in der nahen Umgebung und so weiter, dann ist für jeden nachvollziehbar, ja, dass das im Grunde erstmal eine schwerwiegende emotionale Reaktion passieren kann. Ob das eine Störung wird übrigens, zeigt sich natürlich oft erst nach einiger Zeit. Ja? Dann nehmen Sie mal die Trauer zum Beispiel, ist ohne Zweifel absolut keine Störung, sondern ist eine sozusagen eine adaptive Form, also wo wir sozusagen mit Emotionen sehr konstruktiv umgehen. Die ist sehr, sehr wichtig, diese Phase. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht direkt pathologisiert und sagt, die haben ein Störungsbild, weil das im Grunde eine Bewältigungsform ist, dann auch traurig zu sein, bis hin, dass es im Grunde depressiv wirkt, Rückzugsverhalten und so weiter, weil ein Mensch trauert und diese Trauer auch für ihn ganz wichtig ist. Ja? Okay, also nochmal sehr weit gefasste Diagnostikkategorie, in der Regel fassbarer Auslöser. Jetzt habe ich gewagt, das ist natürlich auch vermessen, da nur so einen Satz drunter zu schreiben, Thema Behandlung. Ja? Belastungsstörungen sind in der Regel ganz gut therapeutisch zu erreichen. Wenn ich jetzt klassisch aus der Psychotherapie komme, ne, das muss jetzt auch nicht heißen, dass jemand lange in Psychotherapie bleiben muss, aber wenn Sie eine Klientin, einen Klienten haben, der mit einem Ereignis nicht klarkommt, der immer wieder sozusagen mental darauf fokussiert ist, nicht wegkommt von der Thematik, dann ist es schon sehr sinnvoll zu gucken, gibt es da eine therapeutische Möglichkeit. Und ich sagte Ihnen ja schon, es ist immer die Grenze zu gucken, zu bewerten zur posttraumatischen Belastungsstörung. Und da auch therapeutisch eigentlich ganz wichtig, wenn Sie diesen Eindruck haben, dann sollte auch relativ schnell eine Therapie passieren. Ja? Diese ganzen Störungsbilder, über die wir sprechen, tendieren unbehandelt auch zur Chronifizierung. Ja? Also insofern wichtig, das ein bisschen zu erkennen. Und ich sagte Ihnen ja schon, die Details können Sie sicherlich bei vielen Fachkollegen, Kolleginnen, die auch im Netz unterwegs sind, sehr differenziert erfahren. Okay, gegebenenfalls unter Einbezug der belastenden Umwelt. Also das, ich habe ja sehr viel zu tun mit beruflich bedingten Störungsbildern. Also da kann es dann natürlich sehr, sehr sinnvoll sein, die Patienten zu unterstützen, zum Beispiel im betrieblichen Kontext, sich Hilfe zu holen, wenn es Auseinandersetzungen gibt mit den Führungskräften und so weiter und so weiter. Ja, da ist es oft auch wichtig, sozialen Kontext mit zu berücksichtigen. Im familiären Rahmen würde ich das genauso sehen. Ich komme ja ursprünglich aus einer Familientherapieabteilung und deshalb in dieser Zeit war ich eigentlich gewöhnt, nicht mit dem einzelnen Klienten zu arbeiten, sondern eben mit dem sozialen System, ja, also Familie. Manchmal haben wir auch noch die Großeltern dabei gehabt. Also das fand ich oft sehr, sehr spannend und auch sehr hilfreich. Okay, dann kommen wir jetzt zu den neurotischen Störungen. Der Begriff ist im Grunde umstritten. Und ich weiß ja nicht, auch wenn Fachkollegen, Kollegen das Video anschauen, die dann sagen, nein, das ist ja mal ganz anders und hin und her. Ich selber benutze das eigentlich gerne, um einfach eine bestimmte Störungsgruppe zu beschreiben, bei denen, und das steht ja schon in diesem zweiten Punkt da unten, das Lebensgeschichtliche weit im Vordergrund steht. Ja? Ich könnte sagen, das sind Störungsbilder,
die sind hineingewoben sozusagen in die Lebensgeschichte, insbesondere auch in die frühe Lebensgeschichte, die ersten Entwicklungsjahre, vielleicht bis später Adoleszenz und Erwachsensein. Ja. Also das heißt, wir haben hier Störungsbilder, die ihren Ursprung nicht immer, aber häufig sozusagen in der, ich sag mal, Langzeitbiografie des Patienten haben. Ja. So, die Ausprägung dieser Störungsbilder kann sehr verschieden sein. Auch wieder ein Riesenfeld. Ich sage mal, eine Thematik oder zwei Thematiken, die sehr entscheidend sind, das ist das Thema Depression und das Thema Angst. Ja? Das eine wäre eine Form der Depression, die im Grunde fußt auf diesen schon erwähnten biografischen Erfahrungen. Häufig finden Sie das auch bei Menschen, die eine Sozialisation durchlaufen haben, vielleicht mit wenig Anerkennung, dem Gefühl, emotional nicht aufgefangen zu sein, das Gefühl, ich mache es für keinen richtig, ja, ich bin sozusagen hier eher alleine auf der Welt und so weiter und so weiter. Und da finden Sie meistens, wenn Sie dann mit dem Betroffenen sprechen, können Sie sozusagen Querverbindungen in das Biografische herstellen. Ja, das wäre jetzt ein bisschen was Methodisches, ja? Denn es ist jetzt nicht so, dass jedes Problem meines Erachtens prinzipiell, ich sage jetzt mal, aus der frühen Biografie kommen muss. Das wissen wir natürlich gut aus der Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, kennen Sie alles aus anderen Seminaren, dass natürlich die frühen Bindungen sehr, sehr prägend sind für die Entwicklung unserer Persönlichkeit. Das ist gar keine Frage. Und in dem Zusammenhang können sich eben auch Problemfelder entwickeln, sage ich jetzt mal so, die den Menschen bis ins Erwachsenenalter hinein begleiten. Ja? Bei der klassischen Neurose-Idee, sage ich jetzt auch noch mal kurz, bitte alle psychoanalytischen Kollegen und Kollegen weghören, ja, ist immer der Gedanke dabei, dass es in gewisser Hinsicht eine Wiederauflage ist. Ja? Also von infantilen, kindlichen Konfliktlagen. Ob das immer so ist, wie gesagt, kontrovers, kann man jetzt breit diskutieren, aber bei diesen Störungsbildern würden wir das im Grunde erwarten, dass wir, also wenn der Klient das beschreibt, dass wir auch, wenn wir die Biografie uns dann anschauen, das sozusagen entwickeln können aus den biografischen Erfahrungen des Patienten. Ja? Das ist eigentlich das Entscheidende. Ne? Denn sonst können Sie natürlich, ich meine, in dem Fach, sage ich ja, ist ja auch alles möglich, können Sie immer sagen, ja, die Eltern waren bestimmt schrecklich und hin und her. Ne, da müssen Sie genau gucken, wie war die biografische Situation, ne, ist das tatsächlich sozusagen nachvollziehbar, wie dieser Mensch zu dieser Thematik gekommen ist, zum Beispiel, dass jemand permanent zu sich selber sagt, er kann nichts. Ja? Ne, er kann nichts, er ist im Grunde Versager und so weiter. Ne? Das sind sehr, sehr häufig, ich sag mal, innere Überzeugungen, die aufbauen auf dem biografischen Plateau, so könnte man das mal sagen. Ja? Na, also das heißt, diese Überzeugung, ich kann, also bei mir zum Beispiel, sage ich mal, um endlich über mich zu sprechen, ne, ich hatte also nette Eltern, mein Vater war Politiker und ich habe irgendwie immer vermittelt gekriegt, also ich bin aus dem Rheinland, der Junge kann das, ne? Darum mache ich auch alles Mögliche. Ja? So, ob ich jetzt klüger bin als andere, das müssen Sie entscheiden. Ja? Aber das wäre so ein Beispiel. Hätte ich jetzt Eltern gehabt, die permanent mich reglementiert hätten, mich permanent abgewertet hätten, im schlimmsten Fall, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ich trotz der gleichen Physis, sage ich jetzt mal, vielleicht auch dem gleichen Intellekt, dass ich im bestimmten Bereich meines Lebens erhebliche Schwierigkeiten bekommen hätte. Ja, so ein bisschen spekulativ. Das heißt, wir haben viele Menschen, die entwickeln Störungen auf der Basis ihrer biografischen Erfahrungen. Und diese Störungsbilder können jetzt unterschiedlichste Ausprägungen haben. So können Sie sich das vorstellen. Ja, ich sagte schon, Depression ist eine, Angst ist eine. Wobei bei der Angst, da habe ich schon ein eigenes Video zu gemacht, ist es natürlich so, für alle Angstexperten und Expertinnen, die Angst kann sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Auch da müssen Sie wieder schauen. Also es ist immer schwierig, wenn wir zu früh schon mit Theorien an einen Menschen herantreten, sagen, ja, das ist doch klar, das ist doch das und das. Lassen Sie sich immer ein bisschen überraschen. Vielleicht die Studierenden, die anderen Kursen bei mir schon waren. Ich finde manchmal ganz gut auch eine Art professionelle Naivität.
Ja, das meint jetzt nicht, in gar keiner Weise den Klienten nicht ernst zu nehmen, aber offen zu sein. Ja, also auch mit der Generierung von Hypothesen, das machen wir zwar permanent, ne, aber damit immer ein bisschen zurückhaltend zu sein, sich erstmal sozusagen beeindrucken zu lassen, das finde ich immer ganz wichtig. Ich komme später nochmal, das wird im anderen Video sein, ja noch sehr auf die Kommunikationsseite im Umgang auch mit Menschen, die psychische Probleme haben. Ja? So, was hier ziemlich typisch ist, ist, dass bei diesen Störungsbildern der Erhalt der sozialen beruflichen Integration in der Regel bestehen bleibt. Also, dass die Personen, wenn sie so wollen, in der Regel funktionieren. Ich sage in der Regel, weil diese Störungsbilder natürlich auch schwere Ausprägungen haben können, was dann auch wieder erhebliche Auswirkungen auf alle Bereiche, sozusagen Arbeitswelt, Familie und so weiter, haben kann. Ja? Darunter habe ich geschrieben, Behandlung, ganz kurz Psychotherapie. Ja? Also wenn Sie jemanden vor sich haben, wo Sie merken, er ist einfach sehr verstrickt sozusagen, ich sag mal so, mit seiner Persönlichkeit, vielleicht auch explizit mit seinen Eltern noch, klagt vielleicht bis heute, obwohl er schon 35 ist, darüber, dass die Mutter nie für ihn da war und so weiter, dann ist es durchaus empfehlenswert, wenn Sie merken, das blockiert diesen Menschen extremerweise, da psychotherapeutisch sozusagen mit ihm zu arbeiten. Da gibt es jetzt ja die verschiedenen Schulen, die das machen, das ist jetzt nicht das Thema, aber empfehlen Sie durchaus da sozusagen eine psychotherapeutische Begleitung, damit die Person Möglichkeiten hat, das nochmal zu reflektieren. Und da sage ich jetzt auch mal, ich komme aus der Psychoanalyse, das ist gut, in einer Beziehung zu reflektieren. Ja, das ist also, da sind natürlich sehr spezielle Effekte, dass, wie Psychotherapie funktioniert, das ist ja eigentlich bis heute in gewisser Hinsicht ein gewisses Geheimnis, ja, aber sehr empfehlenswert. Okay, wenn wir dann weiter gucken, und Sie sehen schon, wir jagen jetzt natürlich durch so ganz große Überschriften, die eigentlich sehr viel mehr Differenzierung brauchten. Aber sozusagen für Ihre Orientierung, wir haben also Belastung gehabt, wir haben das Neurotische gehabt mit dieser biografischen Verästelung. Und wir haben eine Kategorie, die Ihnen bestimmt schon mal begegnet ist, Begriff der Persönlichkeitsstörung. So, das ist natürlich eine sehr weitgehende Formulierung, sage ich jetzt erstmal. Ja? Also die Behauptung, die Persönlichkeit eines Menschen sei gestört. Ja? Ich hatte Ihnen das ja am Anfang schon gesagt, auch die Problematik in unserem Fach, auch die Stigma-Seite. Und da erlaube ich mir vorweg schon zu sagen, diese Kategorie hat natürlich einen stark stigmatisierenden Effekt. Wobei direkt dazu zu sagen ist, sie kann natürlich auch hilfreich sein, insbesondere wenn wir überlegen, was kann ist für diesen Menschen sinnvoll, was ist an therapeutischen Möglichkeiten sinnvoll, dann ist natürlich so eine Kategorisierung durchaus hilfreich, dass auch der Patient sozusagen ein Stück damit umgehen kann und ein bisschen sich orientiert. Wenn wir uns dieser Kategorie näher widmen, müssten wir jetzt einen riesen Strauß aufmachen von Persönlichkeitsstörungen, die auch im ICD-10 beschrieben sind, DSM natürlich auch, Riesenliteratur dazu. Ich greife mal eine raus, weil die einfach in häufiger Begegnung ist, die Borderline-Problematik. Die Borderline-Problematik, auch hier Kurzfassung, ja, würden wir im Grunde in den Bereich der Persönlichkeitsstörung einordnen. Und da nutze ich jetzt nochmal eine Unterscheidung, die ich immer so ganz günstig finde, wenn wir Persönlichkeitsstörungen so ein bisschen abgrenzen wollen. Sie merken ja schon, es ist nicht so ganz leicht. Man kann sagen, ja gut, neurotische Störung, Persönlichkeitsstörung ist doch auch irgendwie in die Lebensgeschichte eingebunden. Ja, natürlich. Ja. Na, also wie kann man das denn differenzieren? So, und dann nehme ich jetzt einfach mal zwei Begriffe, die ich hilfreich finde. Ja. Und das ist jetzt natürlich auch nicht so ganz theoriefrei, ja, also Konfliktbegriff, sehr zentral auch im psychoanalytischen Denken. Aber wir können Folgendes sagen, es gibt Menschen, die haben Konflikte. Diese Konflikte sind häufig intrapsychischer Natur, also sie sind hier sozusagen, die sind in erster Linie gemeint. Die intrapsychischen Konflikte
beeinflussen natürlich auch die Art der alltäglichen Konflikte. Ja? Also stellen Sie sich vor, nochmal, der betroffene Person, die also ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl hat, sich permanent abwertet und so weiter, intrapsychisch, wenn Sie so wollen, ich sage das mal ein bisschen analytisch, ja, sich mit seinem dominanten Vater oder der nicht interessierenden Mutter beschäftigt und so weiter und so weiter, das ist das Intrapsychische, das hat dann natürlich Auswirkungen auf sein Verhalten. Der hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten, jetzt hier zu stehen, als Beispiel. Ja? Weil er sagen würde, nein, ich kann das nicht, ach, ich weiß nicht, soll ich das machen und so weiter. Ne? Also das heißt, es gibt Menschen, die tragen sozusagen ja doch auch beschreibbare Kernkonflikte, ein Begriff, der jetzt gar nicht so gängig ist, ich benutze ihn jetzt einfach mal, ja, in sich. Ich selber gehe sogar eher noch, versuche das immer noch zu vereinen und sage, wir Menschen haben bestimmte Themen, das ist ein bisschen neutraler, ja, wir haben bestimmte Themen. So, und das können Sie ja mal für sich betrachten, welche Themen sind für Sie besonders, ja, besonders relevant oder worauf sprechen Sie besonders an? Ne? Der eine würde sagen, ja, nee, also sowas wie hier könnte ich nicht. Der andere würde sagen, nein, mein Thema ist, dass ich immer hingehe und mich für was ganz Tolles halte und dann feststelle, nein, ich kann das gar nicht erfüllen, was ich da immer vorspiele und so weiter und so weiter. Das heißt, wir könnten versuchen, die innere Thematik eines Menschen ein bisschen zu erforschen, wenn man das so sagen darf. Und wir könnten, wenn wir diese inneren Themen haben, ja fast schon so ein bisschen vorhersagen, in welchen Bereichen die Person Konflikte hat. Ich hatte gerade ein Beispiel genannt. Das heißt, die Konfliktdynamik, so will man es im Psychologischen sagen, ist eine Dynamik, die im Menschen sich vollzieht und erhebliche Auswirkungen auf sein soziales Befinden, psychisches Befinden hat und Menschen dann auch erheblich beeinträchtigen kann. Aber die Gesamtpersönlichkeit bei diesen Problemlagen ist im Grunde stabil. Ja, das heißt, die Person hat so ihre Themen, mit denen sie sich auseinandersetzt, aber im Grunde ist sie ansonsten in ihren wesentlichen Funktionen funktionsfähig. Ja? So, das ist wäre sozusagen Konflikt. Das Zweite, wenn wir einen Begriff mal benutzen, der jetzt auch theoretisch sehr anspruchsvoll ist, ich glaube aber, ich sage ja, ich bin so ein bisschen so ein Psychohandwerker, ich finde ihn immer ganz gut brauchbar. Die zweite Frage, und die bezieht sich jetzt mehr hier auf den Bereich der Persönlichkeit, wäre der Begriff der Struktur. Das heißt, wir könnten uns Folgendes vorstellen, dass wir Menschen im Laufe unserer Entwicklung eine bestimmte Struktur entwickeln. Da würde ich jetzt auch, damit das so ein bisschen visualisierbar ist, sagen, also hier, wenn das so ein Kreis ist und wir wären das, ja, dann haben wir sozusagen im Laufe der Zeit, das wäre unsere Persönlichkeit, ne, dann haben wir so eine Struktur entwickelt und mit dieser Struktur laufen wir eigentlich durch die Gegend. Ich sage mal so, in meinem Alter, aber auch schon früher, ist an der Struktur nicht so richtig viel zu drehen. Ne? Also die Entwicklung sozusagen unserer Persönlichkeit, da gibt es ja verschiedene Sichtweisen zu, geht sicherlich bis ins jüngere Erwachsenenalter hinein. Und dann ist im Grunde die Persönlichkeitsstruktur offensichtlich doch sehr, sehr stabil in uns aufgebaut, was jetzt natürlich überhaupt nicht heißt, dass wir uns nicht verändern können. Ja, nur diese Veränderungen finden in der Regel nicht auf der strukturellen Ebene statt, so würde ich sagen, sondern vielleicht eher auf der thematischen. Ne? Also stellen Sie sich vor, jemand macht denn tatsächlich eine gute Therapie und fängt an, nochmal über sich nachzudenken, entwickelt ein anderes Bild von sich und so weiter. Ja? Dann kann er sozusagen diesen Konfliktbereich weitgehend hinter sich lassen. Ja? So, das heißt, die Struktur hat sich in dem Moment, musste sich gar nicht groß ändern, weil der in der Regel schon eine stabile Grundstruktur hat, aber alle möglichen Konfliktlagen und so weiter und so weiter. Wenn wir uns bei Persönlichkeitsstörungen aufhalten, so kann man sich das mal so ein bisschen metaphorisch vorstellen, ist je nach Schwere der Störung diese Struktur, dieser strukturelle Rahmen sozusagen instabil. Und das nehme ich jetzt hier mal raus bei der Borderline-Thematik, übrigens auch wieder für Sie als Studierende. Schauen Sie nach,
Klassische Literatur ist natürlich Kernberg, Otto Kernberg, sehr, sehr gute Bücher, aber auch sehr, sehr gute Videos. Müssen Sie mal gucken. Otto Kernberg macht auch so große Lectures in Deutsch auch. Gucken Sie einfach mal, ob Sie die irgendwo finden. Ja, auch zum Thema Borderline, sehr, sehr toll, guter Redner, ja, und auch hochqualifizierter Psychotherapeut, finde ich sehr, sehr gut brauchbar. Ja, auch sehr, hat auch was Anpackendes, ja, das finde ich mal ganz gut. Ne? Okay, also nochmal zurück. Das heißt, bei einer Persönlichkeitsstörung haben wir im Grunde ein strukturelles Problem. So könnten Sie sich das merken. Neurotische Störung, eher Konfliktproblematik, Themen. Persönlichkeitsstörung, und das ist jetzt besonders hier beim Thema Borderline, eine sozusagen strukturelle Problematik. Und da gehe ich jetzt auch mal hin, natürlich wirklich sehr vereinfachen. Sie können sich Folgendes vorstellen, dass eine Person ein Selbstkonzept von sich hat, ich sage jetzt mal, was nicht mehr homogen ist. Also wenn Sie sich mal selber nehmen, natürlich ist etwas vermessen, wie immer es Ihnen jetzt im Moment hier geht, dann würde ich jetzt mal behaupten, wenn Sie heute Morgen aufgestanden sind und haben sich im Spiegel begrüßt, ne, mache ich auch schon mal, Sie haben doch in der Regel ein stabiles Gefühl von Identität. Ja? Ich bin immer der Gleiche. Ne? Also es ist jetzt ein bisschen komisch, wenn man sich selber sieht. Übrigens. Man findet sich immer grausam. Ja? Ich habe sofort eine Diät angefangen. Nein, nein, nein. Aber man sieht sich an und erkennt sich auch direkt. Ne? Okay. Ich bin der und so weiter, sagen Sie natürlich nicht explizit, aber in der Regel ist Ihr Selbsterleben doch sozusagen die einzelnen Formen des Selbsterlebens sind sozusagen integriert. Ja? Selbst wenn man Sie jetzt provoziert und Sie würden jetzt irgendwas erleben und es ist jemand ganz böse zu Ihnen und so weiter, kann es auch sein, dass Sie emotional reagieren, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn Sie so wollen, bleibt das Ausmaß der affektiven Reaktion im weitesten Sinn immer unter Ihrer Kontrolle. Also sozusagen, es gibt sozusagen eine Persönlichkeit, die das Ganze ummantelt, so könnte man das sagen. Ja? So, wenn wir uns jetzt Persönlichkeitsstörungsthematik nähern, könnten wir folgendes Bild einfach mal entwickeln. Jetzt bin ich am Mikro hängen geblieben, ja, passiert nichts. Ja. Können wir folgendes Bild entwickeln, dass, wenn wir hier in diese Metapher mal so nehmen, dass im Grunde zum einen vielleicht die Persönlichkeit gar nicht so klar konturiert ist. Das heißt, ein Mensch wäre zwar in der Lage sein, sein Leben weitgehend zu gestalten, aber er hätte erhebliche Schwierigkeiten, wenn er mit anderen näher in Kontakt kommt, da Grenzen noch zu erkennen. Ja? Das heißt, er würde förmlich zerfließen, ne? Wenn man das mal so billig sagen darf. Das heißt, es wäre einmal die Frage, hat jemand eine stabile Struktur, ein stabiles Außen? Ja? Und hat er sich sozusagen, ist er bei sich? Die Patienten mit diesem Problem sagen das häufig, können oft sehr, sehr differenziert über sich sprechen, sagen, ich habe oft das Gefühl, da bin ich fast ein anderer, ne? Eine andere. Ja? So, das wäre eine Idee, eine andere Idee, die hier beim Borderline-Thematik oft thematisiert wird, ist sozusagen, dass bestimmte Anteile in der Persönlichkeit, wenn Sie so wollen, nicht in die Gesamtstruktur integriert sind. Ja? Das heißt, die Person hat bestimmte Bereiche, ich sage jetzt nochmal ihres Selbst, ihres Selbstkonzepts, ihres Weltkonzepts natürlich auch, die sie im Grunde gar nicht richtig mit sich verbinden kann. Und damit das nicht so, theoretisch bleibt, gerade für Sie in der sozialen Arbeit, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tun mit Menschen, die sich selbst verletzen. Ja? Ist eine Thematik, gibt es in verschiedenen Kontexten, gibt es auch im neurotischen Bereich, gibt es im Bereich Entwicklungsproblematik, Adoleszentenalter, so als vorübergehendes Verhalten, findet sich aber auch bei schweren Persönlichkeitsstörungen. Und da könnten wir jetzt, wenn wir das jetzt ein bisschen so theoretisch unterfüttern, sagen, hier ist die Integration, ich sage jetzt mal, des Körpers selbst nicht gelungen. Die Person fällt erstmal jetzt gar nicht so auf, aber die Person hat Schwierigkeiten, zu ihrem eigenen Körper ein stabiles Verhältnis zu entwickeln. Sie würde vielleicht sogar sagen, also jetzt
habe sie das explizit gesagt, aber es könnte auch sein, das ist gar nicht mein Körper. Ja? Das finden Sie natürlich viel in Bereichen, wo Menschen, ich sag mal, auch ihren Körper prostituieren, sich in Situationen bringen, wo sie denken, wie kann ein Mensch sich das antun? Ja? Das heißt, dieses Thema findet sie in verschiedenen Bereichen. Und Sie können immer sozusagen, also bei diesen Fällen immer überschauen, wie ist sozusagen, ist dieser strukturelle Rahmen gegeben? Das ist diagnostisch natürlich schwierig. Ja, also auch, ich sagte ja schon, die Diagnose wäre ich immer sehr vorsichtig mit. Vielleicht so als kleine Randbemerkung, es gibt auch in meinem Fach, in unserem Fach, immer bestimmte Moden. Das heißt jetzt gar nicht, dass das Konzept schlecht ist. Aber Borderline war mal ein Wahnsinnsthema. Im Moment, in letzter Zeit hatten wir das Thema Trauma. Auch ein ganz wichtiges Thema, sagte ich Ihnen ja schon. Aber Sie müssen immer ein bisschen aufpassen, dass nicht wir sozusagen jetzt allen Leuten, die irgendwie auffälliges Verhalten zeigen oder die sich nicht an soziale Regeln halten, ohne Diagnose verpassen. Und da ist natürlich Persönlichkeitsstörung, ich sage es mal ganz beliebt, übrigens Borderline auch sehr stark. Ja? Also da reagiere ich immer so ein bisschen empfindlich im Seminar, wenn dann jemand aufsteht und sagt, ja, wir haben da 5 Borderliner. Ne? Finde ich problematisch. Ne? Nochmal, das Konzept ist sehr gut, sehr differenziert, gibt es irre viel Literatur zu. Also wenn Sie Lust haben, schauen Sie auch mal rein. Vielleicht tatsächlich erstmal Wikipedia und so ein bisschen hin und her. Und dann können Sie sich da ein bisschen kundig machen. Ja? So, oft erhebliche soziale und berufliche Konflikte und häufig Beziehungsstörungen. Ja? Ist aber auch jetzt keine gute Leitlinie. Ja? Dann sagen, ja, der hat Beziehung, also hat er eine Persönlichkeitsstörung. Also seien Sie immer vorsichtig mit diesen Kausalketten. Ne? Ich sage mal so, was ich im Grunde diagnostisch mache, ich diskutiere jetzt erstmal innerlich diese Diagnosenkategorie nur, wenn ich den Eindruck habe, es findet sich ein durchgehendes Muster. Ja, also die Person schildert ihr Leben, schildert immer wieder bestimmte Konfliktlagen. So, und dann habe ich sozusagen im Kopf, aha, das könnte natürlich jetzt, ich weiß nicht, ein neurotisches Problem sein. Ne? Immer wieder, wenn die Person sich exponieren will, dann hat sie Panikgefühle und so weiter. Ne? Oder aber sozusagen die Frage, ja, könnte es doch mehr noch sein, also auch ein strukturelles Problem. Aber nochmal, schwierig als sozusagen zu differenzieren. Ich gebe Ihnen noch einen Aspekt mit rein, der wahrscheinlich von den Kolleginnen und Kollegen auch sozusagen kontrovers diskutiert werden könnte. Ich benutze ihn aber, bin ja auch ein Praktiker sozusagen, was für mich auch immer eine Leitlinie ist, wenn ich mir die Frage stelle, Mensch, ist das jetzt doch vielleicht eine schwere Persönlichkeitsstörung, ja, was ich da vielleicht nicht sehe, weil wir sind ja immer sehr stark in unserem subjektiven Kosmos, dann achten Sie immer darauf, wie hoch ist das Ausmaß der Destruktivität? Ja? Also, wenn eine Person ausgeprägt destruktive Tendenzen hat, sei es selbstdestruktiv, ich hatte das Beispiel genannt mit der Selbstverletzung, sei es auch fremddestruktiv, also sozusagen Gewalttaten und so weiter und so weiter, dann sollten Sie das immer so ein bisschen in diese Richtung auch bringen. Ja? Sagen, okay, wir gucken uns mal an, wie hoch ist das Maß an Destruktivität, was sozusagen das Verhalten dieses Menschen beschreibt. Nehmen Sie das Beispiel der Abhängigkeiten oder Sucht, wie man es früher nannte. Ja? Da finden Sie sehr viele Menschen, die bei genauer Betrachtung natürlich bestimmte soziale Einstiegstreppen benutzt haben, sage ich mal, vielleicht weil die Freunde da oder Freundin irgendwelche Probleme mit Drogen hatte, dann auch Drogen genommen hat. Aber Sie können dann beobachten, die Menschen, die dann in eine schwere Abhängigkeit geraten, haben häufig auch sozusagen eine tiefer liegende autodestruktive Tendenz. Ja? So, und deshalb ist das durchaus ein hilfreiches Kriterium, zu gucken, wie ausgeprägt ist die Destruktivität. Ja, das ist im Grunde auch etwas, was sozusagen als Leitlinie helfen kann. Okay, wenn wir kurz auf die Behandlung gehen, das ist natürlich jetzt
vielleicht ein bisschen gewagt, das so in so einer Kürze Ihnen hier zu vermitteln zu wollen. Ich habe jetzt mal hingeschrieben, strukturbildende Psychotherapie. Wenn wir so ein bisschen die Psychotherapieforschung betrachten, auch die Frage sozusagen, welche Therapieformen sind hilfreich, welche haben sich sehr bewährt, dann gibt es da natürlich eine ganze Menge von Möglichkeiten, die gerade auch für Borderline-Störungen relevant sind. Was sehr hilfreich ist für die meisten Menschen, ist ein therapeutischer Zugang, der strukturbildend ist. Ja? Sie müssen bei diesen Menschen häufig auch, ich sag mal, ziemlich direkt arbeiten. Nehmen wir jetzt mal, viele von Ihnen sind ja in Wohngruppen, wo auch Patienten mit schweren Persönlichkeitsstörungen sind, dann kennen Sie das, da sind Sie immer sozusagen als Person sehr, sehr gefordert. Ja? So, und es gibt im Grunde entwickelte, strukturbildende Psychotherapien, die jetzt dem Patienten helfen sollen, ich sag mal, erstmal das strukturelle Defizit, das er hat, ein Stück zu erkennen, wobei das nur so begrenzt ihm vielleicht hilft, sondern wenn er zum Beispiel den Impuls hätte, sich zu schneiden, sonst mal ganz klare Richtlinien zu verfolgen, um sozusagen das Verhaltensmuster zu verändern. Ja? Also das hat sich im Grunde auch sehr bewährt. Und wenn die Person denn so ein Stück stabiler ist, dann geht es natürlich auch sehr stark um die emotionalen Themen, da geht es auch sehr stark um biografische Themen und so weiter, also das ist ganz klar. Aber in der Regel braucht die Person erstmal Hilfestellungen, dieses strukturelle Defizit zu kompensieren. Ja? Und das ist dann eben eine Herausforderung, auch wenn Sie zu Menschen arbeiten, dann werden Sie das sicherlich kennen. Okay, ja, dann bedanke ich mich erstmal. Und ja, haben wir ja doch ganz gut hingekriegt. Bin ein bisschen hängen geblieben hier am Mikro. Und vielleicht sehen wir uns dann ja morgen wieder oder nächste Woche oder was, je nachdem, wie Sie Lust haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, Abend, je nachdem, wann Sie es anschauen. Und nochmal zur Erinnerung, vielleicht schreiben Sie sich ein paar Stichworte auf, recherchieren einfach nochmal. Und vielleicht auch hier hinten nochmal dran gehängt, weil einige Studierenden fragten, wenn Sie sozusagen einen unbenoteten Leistungsnachweis brauchen, können Sie dann auch ein kleines Protokoll erstellen. Ja? Das mache ich ja sonst auch im Seminar, dass Sie mir per PDF schicken. Also jetzt nicht 10 Seiten, ja? Aber so, dass ich so eine kleine schriftliche Ausarbeitung von Ihnen habe, sollten Sie das brauchen. Ja? Wenn Sie das nicht brauchen, reicht sozusagen der Sitzschein, der Hörschein, der Zuschauerschein. Ja? Okay, alles gut für Sie und bis bald. Ciao.